Etwas Neues von Copper? Nein, mein Herrscher. Ich fürchte das Schlimmste. Man sagte mir, Gladstone sei gerettet. Und das sollte uns alle erfreuen. Doch wir zahlen einen grausamen Preis für diesen Sieg. Denn wieder einmal mussten wir unsere Besten opfern. Hätten wir das Blut unserer tapfersten Krieger nicht besser nützen können? Hätte uns ihre Freundschaft nicht alle reicher gemacht? Und hätten sie unser Land nicht in vielerlei Hinsicht weitergebracht, wenn sie alt und in Frieden hätten sterben dürfen? Aber so wird es nun nicht mehr sein. Wir haben heute nicht gewonnen. Wir haben Gladstone nicht gerettet. Heute haben wir das verloren, was aus Gladstone hätte werden können. Thank you.
jetzt geht es mir besser. Wollt ihr verreisen, Fürst Jaren? Ich hätte doch gedacht, ihr könntet euch bessere Koffer leisten. Das Zeug sieht mir aber verdammt nach den Kronjuwelen von Gladstone aus. Das sind die Kronjuwelen, elender Thronräuber. Und sie gehören von rechts wegen mir. Meine Familie lebte schon lange hier. 7 Jahre, bevor die ersten Le Greys an den Wheaton-Klippen an Land gingen. Mit diesen Juwelen wird die Flamme des wahren Gladstone an anderer Stelle wieder erstrahlen. Weit fort von dem üblen Gestank, der diese verkommene Stadt umhüllt. Ah, ich verstehe. Ihr stiehlt die Kronjuwelen aus rein patriotischen Gründen. Also, ich weiß nicht. Ich sehe das anders. Aber ich wäre ja niemals so kess, einfach davon auszugehen, dass ich Recht habe und ihr im Unrecht seid. Also gehen wir zurück und schauen nach, ob mein Onkel noch lebt und was er dazu sagt. Ja. Diese Wildschweinjagd ist für die Le Greys eine Familientradition. Ich bringe sie dir bei, so wie es dein Großvater mit mir und deinem Vater gemacht hat. Der wilde Eber ist als Gegner immer ernst zu nehmen. Und nur mit allergrößter Sorgfalt lässt er sich dann auch bezwingen.